Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und genau, Leute, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben hier uns hier in dieser Forschungseinrichtung umgeschaut. Und wir sollen jetzt Teile für das Patrouillenschiff besorgen, weil wir haben kein Schiff mehr. Das wurde irgendwie zerstört von diesen komischen Helmmenschen. Und ja, wir haben jetzt beim letzten Mal uns hier umgeguckt. Wir haben die Dino-Datei von dem Kompi gesehen. Und wir sehen hier überall jetzt diese Löcher. Der Luftschacht ist offen, du kannst dich von hier nicht bedienen. Genau, Leute. Wir haben gelesen, dass die Kompis sehr gerne metallische Gegenstände klauen. Und ja, wir haben uns den ganzen Komplex jetzt angeschaut. Außer dieser Tür hier. Gut, dann würde ich sagen... Objekt, ich glaube, wir müssen hier diese dritte Energiekarte, nee, diese Forschungseinrichtungskarte, genau, Leute. So, tu sie rein, und? Was? Ey, nee. Och. Die ID-Karte wurde gestohlen, du musst sie zurückholen. So ein mieses Drecksvieh. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmission. Hol die ID-Karte zurück, die der die kleine Dinosaurier gestohlen hat. Such Teile für das Patrouillenschiff. Ja. Liebe Leute, wir wurden jetzt auch geklaut. Beklaut von einem Kompi. Und ja, das wird jetzt wird es nämlich interessant mit den Lüftungsschächten. Und dem Käfig, den ich ja beim letzten Mal aufgemacht habe. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum ich den aufgemacht habe, aber seht ihr das? Da ist das kleine Ding. Und der rennt jetzt halt vor uns weg. Ne? Und, oh Gott. Geh mal bitte hier hin. Seht ihr das? Das hier habe ich nämlich zugemacht. Beim letzten Mal. Und der Kompi, der rennt rein und wir müssen... Seht ihr das? Der ist da reingerannt. Und wir müssen ihn jetzt quasi in den Käfig locken. Und genau, da würde ich sagen, der rennt hier noch rum. Macht das mal zu, damit wir nicht den Fortschritt verlieren. Bisschen Katz und Maus spielen hier. Hey! Wenn wir schießen, erschreckt er sich auch. Normalerweise. Aber da will ich dich nicht haben, du blödes Ding. So, da will ich dich haben. Aber auch nicht da drin. Nicht da drin, du blödes Vieh. Hier ist nämlich sein Nest, glaube ich, ja. Was macht er denn jetzt? Wieso rennt denn der jetzt hier hin? Ja, wir müssen den jetzt... Aua. Ja, ist halt kein Schaden, ne? Sonst geh da raus. So, wir müssen den jetzt einfach hier in die andere Richtung. Nicht wieder da rein. Ach du... Bist doch ein mieses kleines Viech, ey. So, müssen den irgendwie in den Käfig jetzt jagen. Da hinten ist er. Da! So, wo ist er? Der rennt wieder hier hinten hin, ey. Unfassbar, du sollst da vorne rein. Kompi, hey. Du sollst da vorne rein, nicht da links. Nicht da links. Hier rein sollst du. Perfekt. So, Leute, wir haben ihn hier reingezogen. In den Forschungsraum. Und das speichern wir uns. Quasi. Und genau, jetzt sind wir schon im richtigen Raum. Wir müssen den jetzt nur noch ganz vorsichtig in den Käfig jagen. Geh da rein, ja? Du gehst da rein. Du rennst von mir weg. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Oh mein Gott, geschafft. Wir haben unsere Karte wieder. Du Vieh, ey. Missionsdaten wurden aktualisiert. Ja, wir müssen nur noch die paar Teile finden. Genau. Du Kompi, ey. Der Dinosaurier ist gefangen. Das war doch mal eine geile Katz-und-Maus-Aktion direkt zum Anfang. Findet ihr nicht? Und, ey. Hätte ich jetzt eigentlich auch hier direkt hingehen können, ne, glaube ich. Shop. Muni. Lass die 8 Schuss nachkommen. Ich bin ein bisschen perfektionistisch, was das angeht.
Keine Ahnung. Ich hätte ihn eigentlich auch direkt hier rein jagen können, glaube ich, oder? Forschungstrakt. Verdammt, ja. Was da? Boah. Was? Boah, ich bin erschrocken, Leute. Oh mein Gott. Hier laufen jetzt Dinos rum. Oh Mann, ey. So. Ach. Boah, ich bin erschrocken. Alter, was macht ihr denn jetzt hier, ihr kleinen Rabauken, ey? Boah, ich bin erschrocken. Echt. Was ein... Ihr seht es jetzt auch von der Karte, die wir das letzte Mal gekauft haben. Die Kombozeit, die ist jetzt viel länger da. Komm, ist hier. Kommen aber keine mehr. Oh Gott, ey. Das war tatsächlich ein Schocker. Also für mich... Hä? Also für mich war das ein Schocker, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, ey. So. Jetzt aber rein hier, los. Präzisionslabor. Gut. Das ist tatsächlich der letzte Raum. Und wir sind da. Hier müssen wir irgendwas finden, Leute. Riesentanks hier. Oh. In der Konservierungsflüssigkeit scheint ein junger Mann zu liegen. Wow. Okay. Auf der anderen Seite des zerbrochenen Glases liegt ein kleines Labor. Die Vegetation hat sich im ganzen Raum breit gemacht. Man kann unmöglich da rein. Boah, das sieht schon heftig aus hier, ja? Ist hier noch so einer? Die Kapsel ist zerbrochen. Es sind Teile der Konservierungsflüssigkeit auf dem Boden. Sie muss wahrscheinlich durch das Efeu zerstört worden sein. So eingefrorene Körper und so. Voll krass. Oh, noch mehr hier. Ja, ist okay. So. Oh, da liegt doch was. Da liegt was, Leute. Da ist hier. Mit diesem Gerät wird der Strom der Instrumente kontrolliert. Nein, ich will die Batterie haben. Ein paar der Instrumente wurden entfernt und auch Teile des Gerätes fehlen. Aber hier. Nimm sie. Starterbatterie. Für das Schiff. Sehr schön. Missionsdaten wurden aktualisiert. Bring die Startbatterie zum Patrouillenschiff zurück. Machen wir. Da. Genau, unser Schiffchen, Leute. Dann können wir zumindest hier weg. Das ist auch schon mal etwas. So, was haben wir hier? Die unidentifizierten Körper. Oh, okay. Der Körper eines weiteren toten Jugendlichen wurde heute hereingebracht. Wie erwartet war es kein Bewohner von Edward City. Es geht um die Hellmenschen, glaube ich. Wenn dies wirklich stimmt, dann kann er nur mit den anderen aus einer anderen Zeit gekommen sein. Könnte so etwas möglich sein? Ja, theoretisch, ne? Schon, aber die verhalten sich halt komisch. Naja, in den letzten Monaten sind Jugendliche von 17 oder 18 Jahren aufgetaucht. Sie haben uns angegriffen. Es war keine Kommunikation mit diesen unbekannten Jugendlichen möglich. Ja, wie bei uns, ne? Die greifen uns einfach an und hauen ab. Ja, es ist... Heute werden wir einen ihrer Körper aus der Konservierungsflüssigkeit holen. Oh, und eine Autopsie durchführen, um mehr herauszufinden. Ach, krass. Einer von denen war das also. Okay. Das Resultat der Autopsie wird an Colonel Mason weitergeleitet, der in der dritten Energieeinrichtung stationiert ist. Ja, jetzt wissen wir es. Es sind definitiv die hellen Menschen. Genau, also nicht nur wir werden von denen angegriffen, sondern auch alle anderen. Das ist ein Arbeitsplatz der Forscher. Ein paar kleinere Werkzeuge liegen noch auf dem Tisch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir alles, was wir von hier brauchen. Und wir sind zurück zum Schiff, ja. Hier der Typ, ne? Der Typ, das ist einer von denen. Okay.
Ja, von euch kam ja auch die Theorie, dass die schon länger hier leben in dieser Zeit. Aber dass die natürlich aus einer anderen Zeit kommen, ist natürlich auch eine plausible Erklärung, ne? Aber dass die sich so komisch verhalten, du Penner, du Penner, dass die sich so komisch verhalten, dafür nicht. Das ist irgendwie keine Erklärung. Ach, verdammt, jetzt ist die Tür wieder zu. Warum geht sie denn wieder zu? Naja, gut. Hier im Forschungsraum sind hier auch welche? Oh Mann. Boah, ich dachte schon da sind tatsächlich welche. Okay. Da ist noch ein, da ist noch zwei. Okay. Wartet mal, ich muss mich mal heilen erstmal. Kleines Medipack, bitte. Boah, ihr kleinen Mistviecher, ne? So. Da sind noch zwei. So, und hier auch noch einer. So. Ich wüsste gerne, wie die heißen. Die kenne ich nämlich gar nicht, diese Art von Dinos. Oh Gott, ach. Ja, komm dann. Dann ist okay. Ich versuch's zweimal mit ohne Schaden. Ach Mann. Aber dann. Dann ist aber auch gut jetzt hier. So. Ja, liebe Leute, ich habe von euch auch diese Theorie nochmal aufgegriffen bekommen, dass die Dinos tatsächlich von Vögeln abstammen, wie das in dieser einen Datei da stand. Ja, das ist eine ziemlich witzige Theorie, weil ich kann mir irgendwie Dinos mit Federn nicht so wirklich vorstellen. Aber gut. Wenn ihr mir sagt, dass das so ist, dann, dann glaube ich euch einfach. Oh nein, wird wieder aus beiden Seiten, das ist doch nicht wahr. Könnt ihr auch was anderes, außer also mich von beiden Seiten angreifen? Ja, jetzt ist hier wieder. Der Raum, der braucht irgendwie lange zum Laden, keine Ahnung. So, gut, dann versuche ich das noch einmal. Ohne Schaden. Und dann. Da ist noch einer, genau. Und da ist auch noch einer. Noch zwei sogar. Okay, wunderbar. Und ja, liebe Leute, ihr habt mir tatsächlich erzählt, dass die Dinos, die wir, so wie wir sie kennen, eine Erfindung aus Hollywood ist. Es ist verdammt interessant, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Beziehungsweise ich kann es mir schon vorstellen, aber nur wie sie halt aussehen. Finde ich komisch, aber gut. Objekte, 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 Objekte. Was? Warum denn jetzt schon wieder? Ach, wenn ich nicht vorstehe oder was? Nee, Objekte. Forschungseinrichtung, so, los. Ich will raus hier, Mann. Nie wieder hier in dieses Ding. Die Musik, die ist auch so unbehaglich hier. Da. Und zack. Das sind noch zwei Stück, ey. So. Holter. Nein. Die macht keinen Schaden, bitte. Komm mir vor wie so ein Katzenreiniger, ey. Also wie so ein Katzensitter komme ich mir vor, wie die sich anhören, ey. Alter. Wow, okay. Da kommt noch mehr. Ist da vorne einer? Keine Ahnung. Nee. Aber hier. Und da ist auch noch einer. Boah. Wie die rausgesprungen kommen. Ey, seid ihr Babys oder was? Ihr hört euch zumindest so an. Kleine Rabauken hier, ey. So. Weiter geht's. So. 15er Kombo hier. So. 16. Da kommen noch mehr raus. So. Perfekt. Und ja, liebe Leute, was es noch zu diesem Spiel zu sagen gibt. Wir haben alle. Oh, Gott sei Dank. Puhuhu. Was es noch zu diesem Spiel zu sagen gibt, es ist die Grafik, die wir hier haben, die ist tatsächlich nicht die Originalgrafik. Beziehungsweise doch von der PS1-Version schon. Erstmal 11.500 Punkte. So, jetzt sind wir wieder hier. Auch die Kleinen, okay. So.
Es ist nicht die normale Grafik, sondern, also nicht die originale Grafik, sondern die originale Grafik von der PlayStation 2. Ach, PlayStation 2, was sag ich denn? PlayStation 1, sag ich. Die sieht besser aus. Beziehungsweise die auf der PC-Grafik. Die Grafik aus der PC-Version, die sieht viel besser aus. Das hat mir auch einer von euch geschrieben. Liebe Leute, ich möchte versuchen, dass ich hier nochmal irgendwie was... Die Kombo ist weg. Okay. Dass ich hier irgendwie nochmal was verändere mit der Grafik, aber... Das war zu langsam hier. So. Dass die Hintergründe dann nicht ganz so verwaschen sind, glaube ich, ne? Beziehungsweise Dylan hat dann die gleiche Qualität wie der Hintergrund. Jetzt im Moment ist es ja so, dass Dylan eine höhere Auflösung hat, aber der Hintergrund sieht verwaschen aus. Und ihr seht's auch, ne? Hier verpixelt alles. Das ist im Original wohl auch nicht so. Und dann lade ich mal gerade meine Muni hier nochmal nach. So, dann zack, gehen wir noch schnell ans Schiff und dann würde ich sagen, jo, Leute. Aber schnell ans Schiff ist mal so dahingestellt. Ich muss nochmal durch den ganzen Dschungel. gut, okay. Leute, wie gesagt, also ich versuche das nochmal ein bisschen in der übernächsten Folge, weil ich bin jetzt hier gerade an einer Aufnahmesession dran. Leute, hier geht mir auf die Nerven echt. Hier sind so viele auch. Oh Mann. Okay. Was zur? Okay, gut. Alles klar. Ihr kleinen Racker, ey. So, haben wir jetzt hier bald mal alles. Da kommt noch mehr raus. Die wollen noch mehr, ne? Da ist noch mehr. Ohne Musik mal. Das ist auch interessant. Ohne Musik hier zu agieren. So. Nein, nicht runter. Bist du denn verrückt? So. Immerhin, ey. 16er Kombo, Leute. So, dann hier, zack. So. Muss man flink reagieren, ey. So. 19er Kombo hier. Richtig gut, Leute. Und dann zack und zack und zack. Wenn jetzt der letzte mir noch Schaden macht, ne? Das wär's ja. 22, hatten wir jemals mehr als ein 22er Combo? Beziehungsweise mehr als zwei. Tatsächlich. Das sind noch mehr, krass. Leute, wie viele Racker hier sind, ey. Okay, und schneller. Schieß. Okay, alles klar, Dylan. Boah, 25. 6400 Punkte ohne Schaden. So, können wir jetzt raus hier aus dieser Einrichtung. Danke. Sehr schön. Jawohl, wieder 12.000 Punkte. Sehr gut. Die brauche ich, weil in der nächsten Folge... Oh, Allosaurus Action. Jawohl, Leute. Jawohl. So, Allosaurus hier. So, du sollst eigentlich Federn haben. Ich weiß, das ist richtig geil, dass die Dinos normalerweise Federn hatten damals. Aber ja. Nein, du schnappst nicht zu. Ha! Erledigt das Ding. Ha. Sehr schön, Leute. Okay. Der ist umgefallen. Gut, dann machen wir mal weiter. Einfach hier raus, los. Ich muss einfach nur zum Schiff zurück. Dschungel Südroute, 10.000 Punkte. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Haben wir hier Gegner? Ach, okay, Gott sei Dank. Hier sind ausnahmsweise mal keine Gegner. Muss doch auch mal sein, oder? Ah, Bin ich hier richtig? Wartet mal, muss ich jetzt echt mal gucken. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Ne, ich bin hier falsch, tatsächlich. Ich bin hier falsch, oder? Ach, wegen der einen Tür muss ich da jetzt ganz außen rum. Ey. Ja gut, okay, ich bin hier doch nicht falsch. Aber hier sind Gegner. Oh, hier. Okay.
Wieder kleine. Wieder die kleinen Racker hier. Und, da bist du. So. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, also normalerweise ist Dylan, die Figur Dylan und der Hintergrund. Normalerweise sind die... Oh, fuck. Ja, gut, komm. Normalerweise sind die gleich, die Grafiken. Und Dylan ist ja hier jetzt gerade, wie gesagt, höhere Quali. Aber an den vorgerenderten Hintergründen kann man da auch nichts machen. Die sind halt so. Ne? Wie können die mich denn dadurch treffen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Boah. Okay. Die sind aber auch ratzeflink, ne? So. Dann hier, komm. Hier noch einer. Wer will noch mehr? Will hier noch einer noch mehr auf die Klappe? Tatsächlich. Hört sich an wie so kleine Kinder, ne? Die hier irgendwie hyperaktiv hier rumrennen. Noch mehr! Na gut, komm. Kommt. Ich habe hier Schaden gekriegt. Den nehme ich noch mit. Den auch. Und ansonsten gehe ich jetzt mal hier raus. Muss ja nicht immer so ein 10.000-Punkte-Raum sein. Das frisst ja auch einiges an Zeit. Gut. Einfach schießen. Einfach schießen. So, Leute. Einfach schießen. Ja, okay. Guckt jetzt hier keiner mehr. Die Kombo ist schon lange. Ah, schade. Okay. Alles klar. Okay, sehr gut. Man kann ja während des Laufens schießen, das ist ja so geil. So, okay, können wir jetzt hier noch mehr? Boah, ja, wir kriegen noch mehr. Alles klar. Holter, was? Bin ich jetzt voll gegen den Dino gelaufen, ey. Und wieder Schaden gekriegt. Ja gut, dann geh halt raus hier so. Einfach durch die Gegend ballern hier, ey. Boah. Boah. Das sind aber auch viele hier. Na gut, ist halt ein Kreis 2, ne? Das sind viele Gegner. So, das war's. Okay. Sehr schön. Wasserturm. Wir sind jetzt quasi an der Hälfte angekommen. Und, ja, dann haben wir jetzt hier noch unseren Computer. Da werde ich noch Muni kaufen. Einmal ganz kurz. Muni, Muni. Nee, hier. Muni nachladen. So, 2000. 133.000 Punkte, ey. Boah. Meine Güte, Leute. Schon ordentlich. So, dann müssen wir jetzt wieder hier durch die Nordroute durch. Weil wir haben ja keinen Elektroschocker. Wir können ja nicht da unten durch, ne? Oh Mann, Regina hätte uns auch ihren Elektroschocker geben können. Oh, geil. Blaue Dinos. Blaue Raptoren, Leute. Blaue Raptoren. Oh mein Gott. Okay, sehr schön. Und weiter geht's hier. Weiter blaue Raptoren. Hammer. Ah, sehr schön. Das gibt Punkte. Wunderbar, ey. 15.400 Punkte. Nur durch die beiden blauen Raptoren. Hammer. Echt Hammer, ey. So. Das vereinfacht das ein bisschen. Ich meine, muss ja auch mal sein, ne? Das ist ja das Gute an den Blauen. Wenn die einmal liegen, dann liegen die. Und können sich nicht mehr bewegen, wenn ich da die ganze Zeit wildwichsend draufballer. So. Da gibt es aber irgendwie keine Bonuspunkte. Wenn wir keinen Schaden kriegen. Das ist schade. Da habe ich wieder normale Dino-Action. Okay. Beziehungsweise Hollywood-Dinos. Ich kann die irgendwie jetzt nicht mehr ernst nehmen. Oh Mann. Okay, mal durchrennen. Da kommt noch mehr. Wo auch immer der ist. Ach, da, okay. Sehr gut, dann ist da hinten noch einer. Okay. So, sehr gut, da sind da noch zwei. Oh, sehr schön, wunderbar. Nicht da, weil da kommen die immer rausgesprungen hier. So. Dup, 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 dup. Oh Mann, Leute. Das hört sich so geil an manchmal. Wie, nur 10 Stück? Ich wollte schon sagen, die müssen doch mehr sein. Die müssen doch mehr sein. Wow. Okay. Bam. 13 Stück. Gibt's hier noch mehr?
Gibt's hier noch mehr oder war's das? Das war's, okay. Wunderbar, Leute. Ja, sehr schön. 13er Kombo. Oh, die Folge ist voll, Leute. Die Folge ist voll. Schon wieder 25 Minuten rum. Alles klar, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Da würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.